So, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zurück zu Tomb Raider. Wir machen jetzt heute erstmal eine Nebenaufgabe. Denn nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Okay. Wenn euch die Folge gefällt, bitte einen Daumen nach oben da lassen. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Klar. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Gut, hier waren wir schon. Wir müssen da hoch. Ich glaube, bei der Wolfshöhle waren wir schon mal. Kann das sein? Glaube ich, hier waren wir schon mal. Ganz vorsichtig. Gott sei Dank. Es waren ganz schön viele Viecher. Die sind jetzt aber nicht einfach, die waren nicht irgendwo, sondern die sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Das war nicht so einfach. Hier sind die Wolfsspuren, seht ihr? Ach Mensch. Oh gut, da können wir jetzt einige Felle auf alle Fälle sammeln. Ja, die sind da hinten rausgekommen. So, dann gehen wir mal zu den Verbündeten und schließen dementsprechend die Aufgabe ab. Das ging ja ziemlich schnell, ne? Der ist da unten. So. Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Jo, ein Fähigkeitenpunkt.
Und eine Mission abgeschlossen. Mist. Ich natürlich dummerweise natürlich den falschen Pfeil abgeschossen hier. Hier ist wieder ein Verbündeter in der Nähe. Ist er hier drin? Gut, dann können Sie uns helfen. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie, ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Okay. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Okay. Wo ist es? Da hinten. Ja, dann gehen wir mal dahin. Ah, also wir müssen irgendwie da hinten hinkommen. Dass es jetzt so einfach wird. Das ist abzuwarten. Okay, können wir da hinten hin? Wartet mal. Da jetzt auch den Seilpfeil, ne? Ich glaube, wir dürfen hier nicht ins Wasser fallen. Das wäre ein bisschen tödlich, weil das ja sehr kalt ist, das Wasser. Aber ja, wie soll man denn sonst hier weiterkommen? Na Moment, wir gucken mal. Ah, seht ihr? Ja, geht's hoch. Wir werden wohl dagegen springen müssen. Gott sei Dank haben wir jetzt den Seilpfeil. Sehr hilfreich. Trotzdem sollten wir hier ein bisschen aufpassen, ne? Weil der kann mich jetzt nicht gesehen haben. Viel will gelernt sein. Thank you.
Haben wir hier noch irgendwas? Die nehmen wir erstmal aus. Okay, tatsächlich ist hier noch so ein Versteck. Drüben ist noch sowas. Und hier ist auch noch sowas. Okay, da gehen wir dann gleich hin. Halt. Erstmal nehmen wir das hier mit. Ihr seid nicht nur einer weniger, ihr seid drei weniger. Ist okay. Ich werde sie herausholen. Okay, in Deckung bleiben und weiter. Gut. Dann gehen wir jetzt durch diese Tür weg. Kann man mit denen reden, ja? Dass Sie zu uns halten. Vielen Dank. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir kennen dieses Land, aber wir sind jedes Jahr weniger. Okay, da kommen wir erstmal nicht hin, da müssen wir eine Schnellreise machen, das ist aber kein Problem. Das kriegen wir ganz schnell hin. So. Hier ist ja mittlerweile gar keiner mehr. Da holen wir noch das Münzversteck. Und da haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft, ja. Das ist irgendwo da unten.
Mir kommt das so vor, als ob wir hier schon vor Ewigkeiten waren. Aber wir kommen langsam vorwärts. Dementsprechend bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden soweit. Und ich muss auch sagen, dass mir Tomb Raider sehr gut gefällt. Und macht halt Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß, hier zuzuschauen. So, hier waren wir schon mal. Vor ungefähr 5 Minuten. So, jetzt geben wir die Mission erstmal ab hier. Ich dachte, du hättest gesagt, Rickett wäre mit von der Partie. Dachte ich auch, aber es heißt, er war mit Konstantin in Syrien. Ah, shit. Tut mir leid. Du bist gerade im Tal angekommen, stimmt's? Ja, mit der letzten Frachtmaschine. Es kommen noch mehr, heißt es. Jede Menge Infanterie. Was immer die geplant haben, ich glaube, das wird ein Riesending. Seid ihr selber schuld, Leute. Vor uns waren die aber noch nicht da. Sie gefunden? Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Infiltrierer, neue Ausrüstung erhalten. Hier oben ist doch noch ein Überlebensversteck. Ach, Mist.